So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben ein wenig gefightet in der letzten Woche. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Was? Slay töten oder schon? Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Ich lasse ihn in seinen eigenen Worten sterben. Ich werde das nicht beenden. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Super. So, und Schockjockey ist auf der. Sie haben ihn verschont. Ja. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller als du dir vorstellen kannst. Er wird schon klarkommen. Ach, hier sind wir jetzt. Wieder. Müssen wir ganz normal. Elizabeth. Dankeschön. Wieder ganz normal rauslaufen. Ich freue mich gleich schon auf die Ponia. Ja. Danke. Ich weiß nicht, sind wir richtig genug? Ich glaube nicht, oder? Ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Ich habe nichts verstanden, tut mir leid. Und ich konnte es auch nicht lesen. Nein, nicht schon wieder. Ah, super. So, wir sind Schockjockey. Oh. Moment, ich komm mit den Tasten nicht hinterher. Zack. So. Booker, ich spüre, dass Slates Worte Sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Und wo geht's jetzt hier raus? So geht's hier raus, Alter. Und raus hier. Oh, war recht voll dunkel die letzten Folgen jetzt, da wir in dieser Halle waren. Ich glaube, ich ändere das Gamma noch mal ein bisschen, also ein bisschen heller. Moskito? Öffnen. Hier. Ach, geil. Seh zu, ob ich noch was finde. Money Hammer. Los, mach! Scheiß ihn raus!
Könnt ihr knicken. Wo sind sie? Bis jetzt haben wir noch kein Mal gestorben, ja? Aber fast. Waren, glaube ich, immer so kurz davor. So, nehmen wir unseren Karabiner wieder. Mit dem kann ich irgendwie losmachen. Okay. Besser umgehen. Salze. Schön. So, und jetzt müssen wir hier wieder zurück, ne? Denke ich mal. Ein Wuchsophon. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Alter. Nein! Ah, danke schön. Los! Hier! Danke. Ach, da liegt's ja. Na dann? Geht klar. Da liegt noch was. Hallo? Lauf. Ich weiß nicht, hat der jetzt das Voxophon da mitgenommen? Ich hoffe mal. Na dann. Bitte sehr. Aber klar. Cool. Ist da noch irgendwo was? Booker, Raketen! Was? Wo? Oh. Elizabeth, das ist eine definitiv scheiß... Danke. Also. Ah, Mann! Passt. Ich muss mal die Salze mehr verwenden. Bitte, es soll vorbei sein. Los, oh. Macht's. Schon dabei. Gut, und weiter. Mach mal, mein Freund. Mach mal. Jawohl. Sie sind alle weg. Komm raus. V
Die wird bestimmt irgendwann auch noch lernen, wie man hier mit Pistolen umgeht. Mr. DeWitt, ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Hm? Oh. Okay. Waren wir hier schon? Die Rache wird mein sein, so spricht der Komet. Ich bin am Suchen. Uiuiui. Firma dankt. Einfach nur ein paar Silberigel. Ist ja nichts. Warum ruckelt der denn so? Ah, Aufzug. Zack. Ach ja. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Ja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Okay. Oh. Hoppala. Ich hab gedacht, der ist nicht gefahren, dabei waren wir schon. Ja. Genau. So, hier können wir uns noch nichts leisten. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Münze, dankeschön. Danke ach, dir. Ja, ich mag's. Okay, ich guck dann mal, dass ich irgendwo speichern kann. Beziehungsweise, dass wir den Bereich verlassen können. Jetzt. Yes. Aber klar. Komm, Großer. Ach ja, das Schockjockey da. Gondel holen. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Was immer sie sind, ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Hey. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Was sind sie? Raketen! Ah, ah Deckung. So, Präzision. Waffenautomat. So. Das machen wir, glaube ich, ganz entspannt von hier oben. Lenkraketen. Ha.
Boah. Hätte man doch das Präzisionsgewehr nehmen müssen, was auf dem einen Schiff war. Motorisierter Patriot! Super, Achtung! Die Firma dankt. Moni, haben wir da? Ich versuche mal auf den Kopf zu zielen, das kennt er ja. Okay. Verdammt. Los! Ah, ja, okay. Die Deckung ist jetzt weg. Au. Dankeschön, Elisabeth. So ist sie irgendwie viel genauer. So, was hat da? Danke. Eieiei. So, wunderbar. Kampf nicht möglich. Irgendwo muss noch einer sein. Ah. So, das waren jetzt hoffentlich alle. Das ist was für dich. Eine Sekunde. Geschafft. Und ich muss dringend aufhören mit der Folge. Komm, so. So. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übrig. Ja, ich mag sie. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber sie ist richtig gut getroffen. Das gefällt mir das Spiel allgemein richtig geil. Bis jetzt finde ich das beste Bioshock ever. So. Veränderung wird so.
Ruhe. Okay. Ich glaube, ich sollte ab und zu mal ein bisschen mit den Einstellungen von der Grafik ein bisschen runtergehen, weil es doch oft ruckelt. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Ach da. Oh. Ab nach Paris, ne? Ja, noch mehr Infusion. Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Bereich verlassen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment. Was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Hey, Elizabeth, alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.